Einen wunderschönen guten Morgen oder was weiß ich, was auch immer bei euch ist, während ihr dieses Video schaut. Na, wie geht's denn halt mal wieder hier? Nachdem wir die Pokéliere geschafft haben, sind wir in unserem Haus. Was auch irgendwie ziemlich logisch ist, wie wir hier angekommen sind und so, aber egal. So, der Fernseher blinkt. Was läuft denn im Fernseher? Ach so, das, was ich gesagt... Ach, stimmt ja, ich habe seit einem Jahr gar nicht den Fernseher gecheckt. Ist okay. Ist okay. Okay. Egal. So. Oh mein Gott, mein Vater. This is nice, bla bla. The stronger. Your old man hasn't given up yet. Named Mr. Carlos. Oh, SS-Ticket. Okay. Nach Ruiden und Little Coven. Battle Tower. Okay, hört sich geil an. Okay. Alles klar. Und was läuft hier im Fernseher? Okay. Ein blaues fliegendes Pokémon. Okay. Tja, ich würde mal sagen, ne, dann, ja, fliegen wir mal nach... Oh, wir könnten auch erst Rayquaza holen eigentlich. Ach nee, ich habe irgendwie richtig Bock jetzt, Dingens. Der falsch. Moment, ich muss hier noch eine Sache nachgucken. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen. Also ich kann eigentlich nur zum Battle Tower, weil da fliegt... Ach komm, gehen wir einfach mal dahin. Blup, blup. Tschut, tschut. Sehr logisch. Ah, okay. Oh, da wird sogar noch gesagt, es ist ein Flugzeug, also... Ich will da raus! Okay, was kommt jetzt? Geil, also richtig wie beim Flugzeug gemacht. Ach, mir die vorne passt schon. Wollen die alle... Oh Gott, ich nehme an, die wollen alle kämpfen. Das wird lustig. Ach, das Vieh. Go Mini! Psychokinese. Oh, okay. Oh, okay. Gut, damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber gut, kommt vor. Ups. Schon sagen, wenn das jetzt nochmal, das wäre ein bisschen seltsam. Wow, 781 einfach. Wow, 10.000 Money. Das ist gut. Willst du auch kämpfen? You can't have this. Okay. Okay, gut. Und was wollen die bei... Ich habe irgendwie Gefühl so... Ah! Komm, habe ich richtig gelegen? Habe ich richtig gelegen? Ja, ich wusste es doch, Doppelkampf. Oh. Okay. Gut, warum nicht? Auf das linke und Rubas auf das rechte. Gucken wir noch mal. Okay, Spezialverteidigung sinkt, das ist gut. Aeroblast. Ach, auch noch sehr effektiv, das ist geil. Gut. Ein Problem weniger.
Ach, und so schön bin ich auf... Oh. Okay. Ah, es wächst. Herzlichen Glückwunsch. Ich will keine Attacke verschwenden. Das kann ich auch eben mit Shadow draufhauen. Oh, hat sogar getroffen. Geil. Ja. Spukball. Jupp, das war's. Erfahrung. Oh, Bu. Ja, oh, Bu, du dich selber. Ja, ja, genau. Du willst auch kämpfen? Ja, natürlich willst du kämpfen. Are you friends strong? Ich nehme an, mit Friends meint er jetzt meine Pokémon. Also nehme ich an, ja. Und es lebt. So. Ein Donnervögelchen. Gut, da hauen wir doch gleich mal eine Psychokinese drauf. Spezialverteidigung sinkt. Sehr nice. Das ist sehr effektiv. Jupp, ist es. Weil ich ja ein Flug-Pokémon Psychokinese. Schön, nice Erfahrung. Das ist sehr gut. Was kommt jetzt? Ich hab mal Bock, eine Hypnose drauf zu setzen. Hypnose, ja, Mayonnaise, ne? Also, nee. So. So, Traumfresser. Hm, sehr, sehr nice. Level 76. Aber wenn ich jetzt noch wieder logisch nachdenke also logisch an die Sache rangehe, die wollen bestimmt auch alle kämpfen. Ja, wer hätte es gedacht. Denn es ist schon ein wenig grotesk, dass das Pokémon Schaden nimmt, wenn ich seinen Traum fresse. Okay, natürlich gibt es jetzt sowas wie Albtraum, oder das ist aber sonst Sky. Dadurch danach dürfte auf jeden Fall tot sein. Ist das Blütentanz, Blütenring? Ach, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist die Attacke eigentlich so geil. Oh, meine Fresse, ich bin so am Arsch. Lady Annette. Boah, ich krieg ja richtig Cash hier. Wer will noch alles kämpfen? Och, fick dich. Zweimal noch. Oh. Oh, ich muss eben was trinken. Ah. Besser. Ein bisschen. Ein Hals. Oder so. Ich weiß nicht. Da haben wir auch eine Psychokinese drauf. Ja, hier wäre definitiv die Qualität besser als die Quantität. Ach, Level 12. Ey, das ist ja sowas von unter meinem Niveau. Aber das Schlimmste ist, wo hat er die Viecher gefunden? Ernsthaft, ich habe ein bisschen durch die Gegend gesucht und habe keins dieser fucking Viecher gesehen. Oh Gott. Ja, zwei noch. Oh, Level 30, okay. Auf jeden Fall immer ein bisschen stärker. Ist das Leben nicht toll? Einfach mit einem Schlag alles weghitten. Jetzt kommt was Neues. Weiterentwicklung? Weiterentwicklung! Ich will das Vieh auch haben. Auch nicht mal One-Hit. Okay, gut. Was zur? Ja, okay. Daneben auch noch geil.
Was? Das Viech benutzt die Attacken, die ich überhaupt nicht kenne. Naja, solange es mir ganz bunt aufklatscht, ist ja alles okay. So, der da vorne will natürlich auch noch kämpfen. Wer hätte es erwartet? Child, don't run away. Nein, don't run around. Ach, die Giraffe schon wieder. Sky Attack, danach tut es tot sein. Weil es ja Pflanze. Sky Attack, sieht so cool aus. Das Coole ist, ich habe das in noch keinem normalen Pokémon-Spiel gesehen, außer in diesem Hack bis jetzt. Oh, die Attacke Sky Attack, meine ich jetzt. Ja, komm vor. So, alle fertig gemacht. Jetzt. Was habe ich jetzt zu tun? Aus dem Fenster schauen oder was? Nein. Und du? Ja, was? Okay. Die soll wohl mich ausruhen oder so. Oh. Oh, okay. Okay. Gut. Ja, cool, cool. Oh ja. So, wir sind angekommen in dieser wunderschönen Stadt hier. Yay. Die an einer Stelle mega verbuggt ist, aber das werdet ihr auch sehen. Okay. Da wir die Schiffsreise Nummer 1, würde ich sagen, abgeschlossen haben, machen wir mit Schiffsreise Nummer 1 auch einen Schnitt für diesen Part. Dann sehen wir uns bei Schiffsreise Nummer 2, wenn wir zum Battle Tower auf sind. Auf und davon!